Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. Diese Folge heißt Group versus Master Track. Es ist aber eigentlich kein Versus, sondern ein Mit. Was ich damit genau meine, das erkläre ich dir jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So. Und zwar gibt es in Bitwig eine wunderbare Option, nämlich, dass man Gruppen, und ich habe hier jetzt überhaupt gar keine Gruppe angelegt, unterschiedlich anzeigen lassen kann. So, ich mache das jetzt einfach mal. Und zwar nehme ich jetzt nur einen einzigen Track und gruppiere diesen Track. So, und jetzt habe ich die Gruppe 6 hier und kann die jetzt einfach, nennen wir die einfach G-Drum für Gruppe Drum oder G-Kick für Gruppe Kick zum Beispiel. Und mit einem Rechtsklick auf diese Gruppe habe ich jetzt die Auswahlmöglichkeit hier Show Master Track Content oder Show Group Track Content. Gehen einfach nochmal zurück. Standardmäßig sehe ich jetzt hier quasi, was hier unten in meiner Gruppe los ist. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mehrere Gruppen zusammennehme, Rechtsklick oder Steuerung G und die zusammenfüge, dann sehe ich hier so Ausschnitte aus den oder so piktografisch quasi die Tracks, die hier drin sind. Hier habe ich einen orangen, hier habe ich einen braunen, hier habe ich einen orangen, einen grünen und einen braunen. Und dann sehe ich das ja hier. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, Show Master Track Content oder Show Group Track Content anzuklicken. Standardmäßig ist Show Group Track Content. Also ich sehe hier den Content, der in dieser Gruppe drin ist. Je nachdem, wie viel da drin ist, sehe ich das detaillierter. Wenn da weniger drin ist, sehe ich da weniger detailliert und sehe ich es mehr detailliert, wie zum Beispiel hier. Da sehe ich jetzt im Prinzip den gesamten Clip hier drin. Und hier sehe ich dann nur noch so eine Andeutung der Clips mit den Farben und so weiter. Wenn ich das zumache, habe ich so vielleicht irgendwie eine Ahnung, was da drin vor sich geht. So, ich habe jetzt hier unten bei der Kick einfach mal nur eine Gruppenspur gemacht. Und zwar ist diese Option mit Show Master Track Content oder Show Group Track Content total in zweierlei Hinsicht sehr, sehr praktisch. Zum einen, wie man oben an der einen Spur sieht, sieht man halt, was der Inhalt dieser Spur ist. Gerade wenn es jetzt zusammengeklappt ist und man hat jetzt relativ viele Spuren, kann man das halt einfach erkennen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Spur hier mit der Kick in Show Master Track Content umwandle, ist die erstmal leer. So, diese Spur hat jetzt so ein bisschen, ist der Master Track von dieser Gruppe, in der jetzt nur eine einzige Spur drin ist. Und ich kann jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, naja, alles was aus dieser Spur quasi rauskommt und dann nachher in den Master Track kommt, wenn ich das jetzt hier markiere, und einfach mal sage Bounce in Place, dann wird mir der Inhalt der gesamten Gruppe hier gebounced, inklusive der Effekte, die innerhalb der Gruppe sind. Wenn ich natürlich Sendbusse benutze außerhalb der Gruppe, wird das nicht mitgebounced. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Das heißt, es macht auch manchmal dann einfach Sinn, innerhalb der Gruppe eigene Effekt-Tracks oder Send-Tracks für diese Gruppe zu machen, wenn ich die da brauche. Und zum Beispiel auch hier oben bei dem Group, wo ich hier mehrere Spuren drin habe. Wenn ich jetzt umschalte auf Show Master Track Content, kriege ich auch wieder die leere Spur. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Rechtsklick Bounce in Place. Und jetzt kriege ich das Audio von allen Tracks, die innerhalb dieser Spur sind. So, und jetzt habe ich das, was hier MIDI drin ist, weil ich habe ja überall nur MIDI eingespielt, habe ich jetzt hier als Audio-Gesamt-Stem liegen, also als Gruppen-Stem. Und wenn ich das jetzt einfach hier mal im Solo spiele, so, dann habe ich das Ganze, ich muss hier mal eben schnell umschalten, dann habe ich das Ganze hier, die komplette Spur als Audio vorliegen. So, und das Gleiche könnte ich jetzt hier nochmal machen zum Beispiel, markiere mir das, dann klicke ich Bounce in Place an.
Und jetzt habe ich diese Spur nochmal mit diesem Zischel mit drin. Und wenn ich das jetzt hier im Solo spielen lasse. So, und das bedeutet jetzt, wenn ich das jetzt so mache und hier oben ist dann tatsächlich ein Audio drin, werden diese Spuren automatisch gemutet. Das heißt, es wird nicht doppelt gespielt. Auch wenn ich hier jetzt gerade das Solo an hatte, das hatte ich jetzt nur an wegen den Percussions, wenn ich das jetzt kurz anmache. Also ihr merkt schon, das wird nicht plötzlich leiser, weil es hier doppelt war, sondern wenn hier oben ein Audio drin ist, werden die Spuren hier unten quasi, naja, gemutet im Endeffekt oder halt einfach nicht beachtet. Das Ganze hat einen wunderbaren Vorteil, nämlich wenn ich hier alles irgendwie in MIDI habe und sage, so, jetzt will ich mal so die Spuren zusammenfassen oder wie zum Beispiel hier unten bei der Kick, sage ich, will die Kick quasi jetzt als Audio weiter bearbeiten, ich will aber das MIDI weiter behalten, weil ich da einfach eventuell nochmal zurück muss oder ich weiß nicht, dann kann ich hingehen und mir hier dieses Audio machen, indem dass ich hier umstelle von Show Group Track Content auf Show Master Track Content. Jetzt habe ich es wieder umgestellt, so. Und dann habe ich hier das Audio und kann auch hier diese Spur deaktivieren. Dann braucht ihr auch keine CPU mehr und nichts mehr. Das kann ich einklappen. Und ich habe dann innerhalb dieser Gruppenspur, wenn ich die ordentlich benenne, weiß ich auch, was da drin ist. Und habe hier dann quasi meine Stems, die ich hier als normales Audio bearbeiten kann. Also das ist jetzt einfach ein ganz normaler Audioclip. Und ich könnte jetzt einfach hingehen und sagen, okay, alles klar. Die Kick, die ist hier einfach viel zu lang. Die sollte gar nicht mal so lang klingen. Deshalb gehe ich jetzt einfach hin, die ist immer ja, eine Hälfte, halbe lang. Deshalb gehe ich jetzt hin auf das Audio-Event und sage Slice in Place und ja, slice mir das auf halbe Noten. So, jetzt habe ich meine Kicks hier auf halbe Noten verkürzt. Jetzt wähle ich die bisher drauf, weil hier sind mehrere Schläge und sage einfach, ja, nö, die Kick soll bitte, oder alle Kicks sollen bitte nur ein Viertel lang sein und das Ganze, und das macht er halt bei allen markierten Kicks jetzt, das bitte fade mir jetzt aus. Und dann habe ich an der Stelle, ich lasse es mal im Solo spielen. Habe ich jetzt eine Kick, die geht halt nur ein Viertel lang, statt, wenn ich das nochmal alles zurücknehme, dass die jetzt so lange klingt. Und da hinten klingt die jetzt noch lange und hat noch so ein bisschen den Geknackse. Da kann ich dann einfach hingehen und schneide die Kick dann auch noch mal ordentlich zu und zoom dann noch mal rein und versuche, nee, ich will kein Crossfade haben, fade das hier noch mal aus, beziehungsweise wie lang ist die denn da? Die ist eigentlich hier ein Viertel, da könnte ich ja sagen, okay, die mache ich dann sogar noch ein bisschen kleiner. Da ist der Fade-Out mit dabei. Ziehe ich jetzt gerade mal so ein Stückchen vor, damit es keinen Crossfade gibt. Fade das hier aus, fade das hier aus und schiebe die jetzt wieder zurück, da wo sie war. Und habe jetzt einfach einen Kick, ich weiß nicht, ob es jetzt noch klickt. Aber immer eine Kick, die maximal ein Viertel lang ist und da hinten einfach auch nochmal abgetrennt. Ein bisschen Klick ist noch drin. Und kann jetzt hier mich auf reine Audiobearbeitung konzentrieren. Hier ist noch irgendwie so ein Klick drin. Ja, dass der ein bisschen vorne dran anfängt und nicht klickt. Machen wir mal hier an. Ja, ist schon besser. Noch nicht ganz raus alles. Das könnte jetzt noch an der hier liegen. Dass da jetzt noch irgendwie was ist. Aber da hätte ich dann vielleicht nicht diesen Fade nehmen sollen, sondern dann einfach mit einem Crossfade darüber gehen oder irgendwas in der Richtung. Einfach ein bisschen sauberer arbeiten. Und so kann ich jetzt einfach meine Audioclips hier bearbeiten und habe quasi schon meine Stems an der Stelle, habe aber immer noch in den Gruppen quasi meine Original-MIDI-Noten mit allen möglichen Devices, die ich hier reingepackt habe, beziehungsweise wenn ich so komplette Spuren
Einklappe, kann ich die dann natürlich hier auch alle markieren und hier auf Deaktivieren klicken. Dann verbrauchen die auch keine CPU mehr und ich habe ja dann das reine Audio und kann immer wieder zurück auf das MIDI springen. Ich habe meine ganzen Devices hier drin, die ich sonst normalerweise benutze, kann hier aber jetzt einfach in Audio weiterarbeiten und könnte hier jetzt einfach ganz wilde Sachen machen, wie ich halt gerade einfach lustig bin, dass ich jetzt hier zum Beispiel so hier einfach mal so querbeet durchschneide, beziehungsweise vielleicht auch hingehe und hier einfach mal rauslösche, was mir jetzt gerade nicht so gefällt. Aus dem Audio irgendwie raus, zack. Und hier noch so ein bisschen und da noch so ein bisschen. Das war ein bisschen viel, aber egal, weniger ist mehr. So, machen wir so. Und dann habe ich an der Stelle nämlich den Song. Es gibt bestimmt schönere Jobs, die man machen kann. Aber das ist jetzt einfach nochmal so als Beispiel erzählt, wie man das machen kann. Und ich kann hier alles Mögliche verhunzen und kann das einfach voll in die Grütze fahren. Wenn das passiert, lösche ich das hier einfach. Dann aktiviere ich hier meine Spuren wieder. Und dann ziehe ich mir einfach das neue Sample nochmal mit Bounce in Place. Und dann kann ich wieder von ganz von vorne anfangen. Und alles wieder von vorne so machen, wie ich das gerne möchte. Und das geht natürlich dann auch hier wieder deaktivieren. Und das geht eben einfach für mehrere Spuren. Oder ich kann das hier nur für einzelne Spuren machen. Gruppen. Wichtig ist natürlich dann immer, dass man das auch vielleicht ordentlich benennt, sich ein Schema, wenn ich hier jetzt zum Beispiel ein G vorne dran mache oder ein G minus irgendwie Leads oder so und das vielleicht ohne diese Großbuchstaben da irgendwie reinschreibe. Oder hier habe ich dann die Gruppe Snares, G Snare oder eine Snare und irgendwo hatte ich noch eine Head da. Wenn ich da jetzt nochmal Steuerung G eine Gruppe mache, Steuerung R zum Umbenennen und das Ganze nochmal als Heads oder Head, ist jetzt wurscht, dann habe ich hier überall meine Spuren. Und da sehe ich ja immer noch den Gruppentrack. Das heißt, ich kann das Stück für Stück, kann das auf einmal alles in Gruppen umbenennen, so wie ich die Strategie fahren will. Und kann dann Stück für Stück sagen, so, und jetzt ändere ich das hier um und male jetzt hier das, was ich halt einfach bouncen will. Das müssen nicht immer diese 8 Takte sein. Ihr könnt zum Beispiel ja auch die kompletten Spuren hier bouncen oder wie auch immer, so wie ihr halt einfach mit eurer Strategie vorwärts geht. Und ja, dann habt ihr das Audio und könnt schön dann richtig definiert mit dem Audio quasi von euren MIDI, von der MIDI-Basis weiterarbeiten. Das war's an der Stelle schon. Ich hoffe, ihr fandet den Tipp hilfreich. Wenn ja, dann tut mir doch einen Gefallen. Und wenn ihr es nicht hilfreich fandet, tut mir den Gefallen trotzdem, kommentiert, liked und abonniert den Kanal und teilt die Videos. Damit helft ihr dem Kanal so ein bisschen, das motiviert mich auch gerne und vor allem, wie gesagt, ich finde es total schön, wenn mir Leute schreiben in die Kommentare, vielleicht mit Tipps und Tricks, mit Fragen von mir oder einfach nur ein nettes Hallo, einfach nur mal zu sehen, wer so die Videos guckt, interessiert mich halt einfach und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.